Von Friedrichshain und Kreuzberg, direkt an der Berliner Mauer, der Eastside Gallery und gleich vis-à-vis vom Ostbahnhof vereint das Schulz-Hotel die Besonderheiten aus Hostel, Hotel und Apartment, maßgeschneidert auf die besonderen Bedürfnisse von Schulreisen. Dass das die nächste Woche mit uns hier klappt, gibt es ein paar Spielregeln, an die wir uns alle halten. Abends um 10 ist oben auf den Etagen Ruhe. Das heißt, kein Rumrennen, kein Rumschreien, kein Türen schlagen. Hier unten in den zwei Räumlichkeiten könnt ihr machen, was ihr wollt. Hier könnt ihr so laut sein, wie ihr wollt. Ihr könnt euch hier mit eurem Telefon per Bluetooth auf die Lautsprecher schalten, könnt eure eigene Musik hören. Also hier unten, das ist euer Bereich. Der ist nur für die Schulgruppen da. Aus Hamburg angereist, trifft sich der britische Architekt Stephen Williams heute mit seinem Bauherrn Oskar Kahn, einem der drei Gründer der Schulz Hotels. Gemeinsam besprechen sie bei einer Begehung noch die letzten Details, die vielleicht noch ergänzt werden könnten. Aber im Wesentlichen ist das Interior-Design komplett und auch der Erfolg hat nicht lange auf sich warten lassen. Das Schulz Hotel gehört nämlich bereits zu den Top 10 der bestbewerteten Hotels der Hauptstadt. Wie es zu seinem Namen kam, erklärt uns Oskar Kahn. Wir haben einen deutschen Namen gesucht. Was war naheliegender als Schulz? Und dann habe ich das meinem Partner gesagt und dann, nachdem ich ausgelacht wurde, ist er am nächsten Tag wiedergekommen, hat gesagt, voll geil. Und so wurde Schulz ausgesucht. Stephen Williams wurde ausgesucht aufgrund der tollen Partnerschaft, die wir in den letzten Jahren gehabt haben. Ich glaube, 5 Projekte, 6 Projekte haben wir zusammen gemacht und das Zusammenarbeiten war einfach extrem auf Kooperation bedacht, was Stephen halt eben kann mit seinem Team. Er versetzt sich in dich hinein, er versteht das Produkt, er erlebt das Produkt und das ist eine super Herangehensweise, weil wie gesagt, manche sagen so, das ist mein Name, das ist mein Produkt und so muss das aussehen und es gibt keinen Kompromiss, aber so entsteht aus meiner Sicht nicht das Produkt für ein Brand. Heute an so einem Montag hast du wirklich teilweise 800 ja. Menschen anreisen. Wir haben gesagt, 600 kommen mittags ein. Okay. Heute hier. Weshalb wir das ausgewählt haben, ein Kollege hat uns das empfohlen, um mit 105 Personen, 5 Lehrern und 100 Lernenden hier zu übernachten. Man braucht eine sehr große Lobby, aber wie schafft man, dass eine Lobby lebendig und intim ist, auch wenn niemand da ist. Genau. Das ist einer von den Aspekten von Design und Architektur. Wie schafft man das eigentlich? Ja? Genau, das muss alles funktionieren. Ja. Es muss toll aussehen, aber es muss genauso funktionieren. Also, deshalb haben wir die Rezeption ja zentral. Wenn die Leute reinkommen, kannst du sie dahin schicken, hier teilen und so weiter. Und, und das funktioniert echt gut. Manchmal ist es so, die Lobby sonst, wenn du jetzt reinkommst, ist sehr großzügig. Ja. So an einem Freitag, Nachmittag, wenn alle abreisen, kannst du da nicht durchgehen. So. Auch wenn es einfach 100 Quadratmeter ist. Genau. Ich meine, von der Lobby, man hat die Möglichkeiten zu sitzen, ohne etwas zu konsumieren, man kann etwas lesen, Coworking Space, alles von diesem zentralen Ort eigentlich. Ja? So die Ausweichmöglichkeiten sind vorhanden. Und hier hast du tatsächlich in 90% der Fälle hast du
findest du deinen Lieblingsplatz. Das haben wir ja unterschieden in den unterschiedlichen Themen, dass wir eben diese Bakery da haben, also ein bisschen portugiesisch angehaucht, eben dann die Bibliothek, dann hinten und unser Restaurant und Frühstücksbereich, ja, dann hier die Kids Lounge und so. Und jeder sucht sich so seinen Spot und das ist halt echt gut. Wir merken das, dass dann ganz unterschiedliche Feedbacks kommen zu den einzelnen Locations. Also ich bin auf Abschlussfahrt mit meiner Klasse und ich finde es schön, dass hier das so schön eingerichtet ist. Auch mit den ganzen kleinen Kabinen hier und es ist echt sehr schön hier. Also mir gefällt die Einrichtung der Zimmer besonders gut, vor allem die Betten, denn wir haben ein Hochbett, wo zwei Leute drauf passen und ein Doppelbett unten und das gefällt mir richtig gut. Weil ich glaube, wenn man allein schläft in diesem Zimmer, es gibt so viel los, wenn man ins Bett liegt und schaut die ganzen Details an, das ist auch ein ganz toller Ort eigentlich. Ich bin sehr begeistert, dass ich hier für so kleines Geld so ein besonderes Zimmer bekommen habe und ich war echt erstaunt, dass so viel Liebe zum Detail wirklich hier im Zimmer integriert wurde und das Badezimmer war sehr geräumig und groß, es war alles super sauber und alles ist so besonders mit besonderen Farben auch ausgewählt, also mir gefällt es super hier. Ich meine, wir haben ein Aesthetic entwickelt, das nicht nur attraktiv ist, aber super robust ist. Platz wird immer teurer und deshalb ist es die große Kunst, wenn man ein Mehrbettzimmer machen möchte, trotzdem auf kleinstem Raum, was am Wochenende ein Doppelzimmer sein kann. Gleichzeitig kann es ein Familienzimmer sein, die Eltern hier, die Kinder oben oder eben halt auch ein Gruppenzimmer für eine Jugendreise. Und dieses Zimmer auf kleinstem Raum, das sind dann in dem Fall 16 Quadratmeter, können wir eben halt von 1 bis 4 Personen unterbringen. Und das ist unser ideales Modell. Diese Optik, wirklich diese interessante Oberflächen, Lebendigkeit, interessante Beleuchtung, spricht wirklich jeder an eigentlich. Das war das Ziel. Und das hängt auch mit dem Standort auch. Das ist der Standort wirklich. Es gibt eine Kultur mit der East Side Gallery, das fließt auch in die Optik innerhalb des Hauses, auch das, wenn man spricht über East Side Gallery. Die East Side Gallery ist, glaube ich, eine der drei Top-touristischen Destinationen von Berlin. Also, du sitzt hier beim Frühstück und kannst sie eigentlich anfassen, ja? und du lebst mit ihr. Und ich glaube, das ist natürlich cool und wenn man sich da ein bisschen mehr damit beschäftigt, dann weißt du, ein Fuß steht sozusagen hier im Westen, der andere im Osten. Da oben natürlich ist ein super Spot, weil da guckst du über die East Side Gallery auf das Wasser. Da sitzen die Leute sehr gerne. Und ich glaube, das ist uns ganz cool gelungen, mit euch zusammen eben hier einfach so ein cooles Raumkonzept zu machen, wo die Leute alle sagen, hey, das ist total gemütlich, das sieht cool aus. Es ist offen. Es ist modern, es verbindet diesen Industriestyle und deshalb haben wir gesagt, es ist genau das Richtige für die jungen Menschen, mit denen wir eine Woche hier auf Studienfahrt sind. Und für uns auch natürlich als Betreiber, das ist funktional. Und ich glaube, das war das Ziel in unserem Entwurf, ist, dass man wirklich bringt Menschen zusammen, weil das ist die Power of Design und Architektur, Menschen zusammenzubringen von allen Arten. Und das ist dann innerhalb dieses Hotel gelungen, weil es funktioniert wirklich. Okay, ich bin gerne hier am Café. Es hat eine schöne Ausstrahlung, es ist jugendlich, es ist gemütlich und weltoffen und die Architektur spiegelt das neue Konzept des Hotels gut wider. Es hat sich gelohnt und wird sicherlich nicht die letzte Kooperation mit Stephen Williams Associates. So, jetzt eine Partie, Stephen.